Nach weiteren 7 Wochen liegt der Schnäppchenfußboden noch immer nicht zur Gänze. Das sorgt bei einer Dame, die das schon immer ahnte, für Frust. Dadurch, dass wir ja doch ein bisschen in Verzug geraten sind und der Plan nicht ganz so aufging, der Zeitplan, bin ich so halbwegs zufrieden. Halbwegs. Es hätte mehr sein können, aber Olli hat sich ja nur auch noch verletzt. Ach Mann, da gibt man sich Mühe, dass man noch schnell schon mal die Balken vorbereitet. Und mit meiner geliebten Hobelmaschine, die ich schon 3 Jahre gefahrfrei bediene, da ist mir gestern ein Messer aus der Hand gerutscht und eben nur so dummerweise über den Finger rüber und hab meinen genetischen Fingerabdruck auf dem Holz hinterlassen. Aber weiter, groß weiter ist nichts passiert. Ist halt nur ein Verband drum und weiter jetzt. Das ist ein richtiger Kerl, ne? Der säbelt sich fast einen Finger ab, aber Leute, macht nichts, weiterreiten, ne? So sieht's aus. Krone richten, weiterreiten. Der Zeitplan aus den Fugen, der Handwerker angeschlagen. Was bleibt Freundin und Tochter da anderes übrig, als mir zu helfen? Und das haben sie denn auch beschlossen. Hey Schatz, na? Hey, Mädels! Wie geht's denn deinem Finger? Och, na ja. Alles gut oder schon wieder durchgeblutet? Nö, alles gut. Ja, heute will ich eigentlich noch die restlichen Dielen im Wohnzimmer und Küchenbereich schließen. Für Lilly hat Papa auch eine altersgerechte Aufgabe parat. Unter die Dielen muss ein Granulat zur Schall- und Wärmeisolierung. Dann ist das wie im Buddelkasten früher. So, komm mal her. Kannst du das hier mit dem Brett, dass es rechts und links aufliegt? Das sehen wir. Ja. Die Begeisterung ist grenzenlos. Aber Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Ja, also ja, keine Ahnung, ob ich jetzt wirklich Lust drauf habe, aber muss sein. Genau, wenn der Alte was sagt, muss man auch mal das machen. Manchmal. Ich hatte Lilly immer von klein auf auch auf Baustellen dabei. Und die hat sich immer dafür interessiert und wollte mir auch immer was helfen. Also es macht mir schon Spaß, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich in meinem späteren Leben unbedingt jetzt Handwerkerin werden würde. Deswegen, ja, keine Ahnung, mal so ab und zu ja, aber nicht direkt als Beruf. Schade. Olli wird wohl auch künftig auf Hobby-Handwerkerinnen angewiesen bleiben. Heute sind sie immerhin mit ungebremstem Willen zum Erfolg bei der Arbeit. Das gibt's auch nicht. Nun komm. Jetzt bitte, bitte. Dafür stellen sich seine ollen Schnäppchendielen mal wieder quer. Ja, na, die eine Kante von der Diele passt nicht anscheinend in die Nut von der Diele. Denn es müsste ja eigentlich zusammenpassen. Und scheinbar, das will aber nicht. Claudia ist mit ihrer Geduld am Ende. Und zwar mit den Dielen und mit Olli. Anstatt du einfach eine neue nimmst. Wir haben da einen ganzen Stapel voll liegen. Liebling, das ist jetzt ein zugeschnittenes Stück, was wir jetzt extra da so gemacht haben. Das Zuschneiden dauert nicht so lange wie die Werkelei jetzt. Hat man uns darauf geeinigt, wer. Wie war das mit dem Durchsetzungsvermögen? Ja. Wenn du durchsetzungsfähig bist und ich. Wie kriegen wir es dann hin? Ja, wir haben meistens dieselbe Meinung. Genau. Diesmal aber nicht. Wir wären schon fertig, wenn wir eine neue genommen hätten. Weißt du, was dann gewesen wäre, hätten wir die Beeren rausnehmen müssen. Weil die Diele kann uns dafür. Der Fehler liegt hier. Fehler liegt in dem Bereich, wo wir den Verbinder gemacht haben. Und hier ein deutlicher Versatz da ist. Dadurch ist die Nut wesentlich höher als die andere. Und deswegen kommt auf diesem kurzen Stück, kann die Diele das nicht. Ah ja, passt das nicht rein. Genau. Die alten Dielen haben natürlich vorrangig eins, einen ungemeinen Charme. Kriegt man mit einer neuen Dielung so nicht hin. Und es spart Geld. Holz ist heutzutage extrem teuer. Und wenn man da was wiederverwenden kann, sollte man das tun. Am Ende werden Ollis Mühen doch belohnt. Die alte Diele gibt klein bei, was man vom Nachwuchs nicht behaupten kann. Papa, Juh. Reicht das jetzt mal langsam? Mal langsam ist gut. Du bist ja richtig schnell. Cool. Ja. Na, besser hätten das Profis auch nicht gemacht. Sehr schön. Thank you.
Den Moment nutzt Freundin Claudia und ruft den Feierabend aus. Nach Ollis Unfall gestern will sie heute Schlimmeres verhindern. Wenn sich jetzt Oliver noch ein paar Mal verletzt oder vielleicht auch mal schlimmer verletzt, dann könnte es knapp werden. Da ist meine Sorge schon. Ich meine, wir haben 2 Monate schon rum. Und es ist doch noch eher Rohbau als alles andere. Da müssen wir wirklich noch mal richtig ranklotzen. Claudia sollte es besser nicht beschreien. Denn ihre Befürchtungen werden sich schneller bewahrheiten als gedacht. Ich stehe oben auf dem Dachboden, weil Olli mir zeigen will, was er alles schon gemacht hat. Der hat ja hier die Außenwand oben verspachtelt. Und dann gucke ich kurz mal weg, dann gucke ich wieder hin und sehe nur noch, wie Oliver so noch vor mir stand. Auf einmal war er weg. Im Boden. Durch den Boden weg. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Da ist der hier durch dieses Loch gestürzt. Dabei hat er sich ganz schön verletzt. Also da war er eine Woche raus. Da hat er sich ordentlich den Rücken aufgeschrammt und war erstmal nicht. Also ich habe es auch nicht erlaubt, sagen wir es mal so. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich am nächsten Tag wieder hochgekraxelt. Aber da sagt die Frau, jetzt ist erstmal Pause. Dann hat er sich ja in die Hand gesägt. Dadurch war dann auch erstmal eine Woche Ruhe. Männer und der Sicherheitsaspekt. Zwei Dinge, die manchmal nicht so zusammenpassen. Das klingt tatsächlich wirklich nach einem Unglück. Da kann er vielleicht gar nichts für. Irgendwas war da nicht richtig fest und dann war was anderes noch nicht richtig fest und mehrere Faktoren sind da zusammengekommen und da ist er da durchgekracht. Und so streicht wieder wertvolle Zeit ins Land und die Baustelle bleibt, nun ja, Baustelle. Baumonat 5. Der geplante Einzugstermin ist seit einem Monat verstrichen. Und das Dachgeschoss, wer hätte gedacht, noch immer Baustelle. Claudia reicht's. Wann kann ich denn nun eigentlich hier mal einziehen? Wenn ich fertig bin? Es hat sich hinausgezögert, natürlich durch die kleinen Unfälle, die so passieren auf einer Baustelle. Und bedingt auch dadurch, dass Olli eben halt ein Perfektionist ist. Ja, Grundproblem ist, dass ich nur wirklich fast alles, eigentlich alles alleine mache. Dadurch verfuddel ich mich manchmal in Details. Ich würde ja jetzt gerne irgendwie schon mal wissen, ich musste ja meine Wohnung jetzt noch mal stornieren, die Wohnungskündigung. Und wir haben sie jetzt ein bisschen weiter verschoben, aber würden wir das jetzt schaffen? Also noch 2 Monate länger? Naja, müsst ihr dann jetzt alle ordentlich mitmachen. Doch nicht nur bei der Zeitplanung scheint sich Olli verfuddelt zu haben. Denn auch das Budget sieht nicht gut aus. Von den 50.000 Euro im Säckel haben Oliver und Claudia schon 34.000 für Fenster, 8.500 für Baugerüst und Aufzug, Trockenbau und Kleinteile sowie 11.000 für Dach und Fußboden ausgegeben. Haben wir schon 3.500 miese. Naja. Von wegen Schnäppchen. Die Sache wird teuer. Oh, also das ist schon eine Hausnummer. Ich habe ernsthaft gedacht, wir hätten noch ein bisschen was übrig. Es darf absolut nichts mehr schiefgehen. Es kommt halt einiges zusammen. Und beim Bauen ist es eigentlich das Teuerste, das, was man nie wieder sieht. Ja, jetzt haben wir verbrannt. Jetzt verbrennen wir keine Zeit mehr. Los jetzt. Auch nach der ernüchternden Erkenntnis bleiben die zwei mit Herz bei der Sache. Nur Lilly hat sich verkrümelt. So, heute ist ja Tagesplan, dass wir das Fernsehbord fertigstellen. Dann die bisschen tricky Trockenbauwand. Und dann wäre noch schön, wenn wir so ein Dreieck mal oben zur visuellen Ansicht auch schon mal. Wenn wir da mal eine Fensterscheibe reinkriegen, mal gucken, ob das überhaupt so passt und wie wir uns das vorstellen, klappt. Was der Bauherr sich vorstellt, ist selten von der Stange. Angefangen beim Spiegel-Fernsehkarussell. Das allerdings scheint hinzuhauen. Dass die Sache sich möglichst leicht dreht, da ist dann hier unten zu sehen, da ist ein Kugellager drin, was im Prinzip die ganze Last von dem Fernseher und dem Spiegel aufnimmt. Und das lässt sich eben problemlos hin und her drehen. Klingt verblüffend einfach.
dass da noch keiner vorher drauf gekommen ist. Olli sollte sich das schleunigst patentieren lassen. Ah! Hallo, Jut. Fehlt nur noch der Spiegel, um den Teenie-Traum vom drehbaren Fernseher zu komplettieren. Schön. Total klasse. Und nach den Schnäppchenhäusern kann man sich wieder seinem Selfie widmen. Für Teenager perfekt. Da ist er. Großartig. Möchte ich für zu Hause auch ganz gerne. Wieso habe ich das eigentlich gar nicht? Ist ja blöd. Olli ist, glaube ich, sehr detailverliebt. Und von daher ist das für ihn ein Must-Have, so eine drehbare Konstruktion zu bauen. Und dann kommt es, glaube ich, auch für ihn nicht drauf an, wie lange braucht das. Er möchte einfach das Erfolgserlebnis haben, dass er da was gebaut hat, was sonst keiner hat. Jetzt muss es nur noch Lilly gefallen. Ein Fernseher. Mir gefällt dieser drehbare Fernseher, Spiegel, was auch immer, sehr gut, weil das war ja auch was, was ich mir sehr gewünscht habe. Leider können Olli und Claudia bei Lillys Wünschen nicht immer so großzügig sein wie in diesem Fall. Lilly hat ja jetzt auch nicht so viel Auswahl. Wir haben nicht die Möglichkeit, ihr da jetzt eine komplette neue Einrichtung zu kaufen. Darum werden es meine Möbel sein, die jetzt noch bei mir in meiner Wohnung stehen. Eine pragmatische Lösung. In Claudias Mietwohnung im nahegelegenen Schönefeld durfte sich Lilly vor ein paar Wochen schon Möbel aussuchen. Sofa, Pflanzen, Kommode und das Highlight. Ich hab da noch ein Bett. Ich fand's damals ganz cool. Verständlich. Ja? Ja. Findest du es auch cool? Ja. Ich freue mich erstmal, dass ich dann nicht mehr mein Hochbett habe, weil ich mag das jetzt nicht so, jeden Tag da hoch und runter zu klettern, weil auch die Treppe sehr steil ist. Ich bin da auch schon ein paar Mal runtergefallen, aber ja. Deswegen freue ich mich halt auch, dass dann jetzt hier so ein großes Bett ist, wo man einfach so schnell reinspringen kann. Schön, und ich freue mich, dass du es nimmst. Ja. Und wenn Lilly die Sachen super findet, Claudi muss sie nicht wegbringen oder verkaufen. Also es erspart Geld und es erspart Zeit. Super Sache. Eine Win-Win für alle. Jetzt muss der Win-Win nur noch nach oben und das Dach. Bei den schweren Küchenmöbeln hilft heute immerhin Olivers Kumpel Thomas. Hallihallo! Hey! Ach, da bist du ja! Was denn die hier? Na, die habe ich doch wieder im Internet. War gebraucht, ein Schnäppchen. 1500, die ganze Küche inklusive allen Geräten. Naja, ist okay. Ja. Na, dann mal los. Hoffentlich passt das Schnäppchen auch. Zumal Olli noch einen weiteren Wunsch in der Hinterhand hält. So, das war jetzt erstmal vielen lieben Dank, wa? Das war ja schon mal sehr schön. Aber das war noch nicht der ganze Streich heute. Das hab ich mir gedacht. Ja. So, jetzt kommt meine tricky Wand. Die umstrittene Wand zur Schalldämmung gegen den Fluglärm. Claudia hat Angst, dass die Wohnung dadurch zu eng wirkt und ihren Charme verliert. Um das zu vermeiden, will Olli die Wand im Fachwerkstil bauen. Ja, ich finde das ganz schön zu. Also, es nimmt einem so ein bisschen das Raumgefühl. Olli kann es Claudia offensichtlich nicht recht machen. Muss das so zu sein? Reicht es nicht auch nur das untere? Wie willst du eine räumliche Trennung hinkriegen? Das ist hier Flur, das sind unterschiedliche Zimmer. Ja, aber warum muss denn das eine komplett dichte Wand sein? Geht ja darum, du hast hier unterschiedliche Räume. Hier ist der Flur. Das ist die Tür, die ich schallschutztechnisch nicht ertüchtigen kann. Währenddessen wir alle anderen Fenster mit ordentlichem Schallschutz haben. Man hätte sich natürlich zu den Fenstern auch noch eine neue Tür machen lassen können, aber die hätte sicherlich auch schnell mal 5.000, 6.000 Euro gekostet. Und das ist sicherlich Geld, was man sich sparen wollte. Und dann macht man den Schallschutz eben nach innen. Ja, aber es nimmt schon den Charme des ganzen Dachbodens. Das finde ich jetzt tatsächlich im Ergebnis sehr voluminös, wuchtig und, es gibt halt Sachen, und einfach total zugebaut. Da bin ich total auf Claudis Seite und würde ehrlich gesagt noch daran arbeiten, dem Olli klarzumachen, Olli, bei aller Liebe, hast du toll gebaut, aber nimm die Wände wieder raus. Bin enttäuscht, dass das jetzt hier mit der ganz normalen Wand, was daraus für ein Drama werden kann. Olli ist in seiner Handwerkerehre verletzt. Damit hast du mir heute die Lust genommen und jetzt habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Ja, die Scheiben machen wir nächstes Mal.
Jo. Die Dreiecksfenster, die lassen wir jetzt. Dafür ist jetzt die Laune auch nicht mehr so. Nachdem ich da ein bisschen gewagt habe, zu kritisieren. Auf dem Dach ist die Laune im Keller. Ob Lilly hier jemals einziehen wird?